wo wir alle oder versuchen, ganz viele Maßnahmen zu bündeln, um Entwicklung in den Terminals, neue Services, Ausstattung, Orientierung und so weiter wirklich ein bisschen aufzupeppen, damit die Passagiere auch ein bisschen angenehmeres Ambiente haben, weil das Terminal ja auch schon ein bisschen älter ist. Zum Beispiel Services, die ja ganz wichtig waren, waren freies WLAN, was es seit ein paar Jahren gibt. Wir haben Wartezeitenanzeigen an den Sicherheitskontrollen, wir haben Wegzeitenanzeigen hinter der Sicherheitskontrolle, dass man weiß, wie lange brauche ich noch überhaupt bis zu meinem Gate. Wir haben die Infokioske mittlerweile in 8 Sprachen, also Deutsch, Englisch, Chinesisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Arabisch, Koreanisch. Die 8 Sprachen haben wir und man kriegt alle Informationen wirklich da. Auch gut die Frankfurt Airport App, wo man sich alle Informationen auch herholen kann. Man kann die App runterladen für Android, für iOS kann man es runterladen. Ganz neues Design Translator, das heißt, wenn man weder Deutsch noch Englisch spricht und zur Beschilderung ja nur Deutsch und Englisch ist, kann man die Schilder abfotografieren und die App wandelt das dann um in Chinesisch-Arabisch. Oh, so, sodass dann auch chinesische Passagiere dann nicht in den Aufzug laufen, wenn sie eigentlich in die Toilette wollen. Was schon vorgekommen. auch dann natürlich das Ambiente, das heißt, wir haben Beklebung an Fenstern teilweise, das ist ein bisschen, ja, also so eine Waldbeklebung macht doch schon relativ viel aus, wenn man da langläuft. Wir haben neue Ruhezonen, wir haben Kunst im Terminal, es soll Vertical Greening, also Begrünung der Wandflächen geben, Bäume teilweise, also es soll wesentlich freundlicher, moderner werden, einfach um den Passagieren so ein angenehmes Gefühl zu geben und nicht dieses Großflughafen und schnell, schnell, schnell. Die Orientierung wurde verbessert, wir haben Workbenches an den Gates platziert, sodass dann auch Passagiere dann nochmal am Gate dann auch nochmal ein bisschen arbeiten können mit Ladestationen, mit USB und Steckdosen. Für Familien oder Kinder speziell haben wir ganz viele Themenwelten jetzt, Kinderspielflächen, wo wir, es gibt eine Unterwasserwelt, es gibt Flughafen, es gibt alles, es gibt ganz viele verschiedene Themenwelten und ganz neu auch, dass man sich einen Kinderbuggy ausleihen kann in der Terminal 1 Halle B. Kann man sich einen Kinderbuggy ausleihen, dann durch die Sicherheitskontrolle alles gehen und den dann am Gate stehen lassen und die Mitarbeiter führen den dann zurück wieder, sodass es auch kostenfrei wird. Dann ein großes Thema sind die Steckdosen immer noch. Jetzt haben wir in der Gate-Bestuhlung fangen wir jetzt an, noch neue Steckdosen mit einzuführen, sodass wir dann fast 5000 Lademöglichkeiten im Terminal haben. Sollte mittlerweile dann, also es wird immer mehr noch, wir arbeiten dran. Ganz neu auch der Winter, aber nicht neu jetzt, dieses Jahr auch wieder der Wintermantel-Service von Oktober bis April. Kann man für 50 Cent am Tag seinen Wintermantel bei der Gepäckaufbewahrung abgeben. Terminal 1 haben wir 2, im Terminal 1, Terminal 1 haben wir 2, im Terminal 2 haben wir eine. Da kann man für 50 Cent am Tag seinen Wintermantel abgeben und muss seine Daunenjacke nicht mit in den warmen Urlaub tragen oder sowas, was dann auch ganz angenehm ist. Oder wir arbeiten auch ganz viel mit anderen zusammen, zum Beispiel mit der Bundespolizei, dass wir dann die automatisierten Grenzkontrollen noch weiter aufbauen und so weiter. Und oder halt auch solche Services wie den My Airport Guide, dass man dann sich irgendwo abholen lassen kann am Flughafen.